Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Ich bin heute Tempo 67 und habe heute ein Replay mit von meinem Kumpel Schmersch K. Seinem Eagle 7. Er ist mit hier in einem 357 Matchup. Und zwar auf der Karte Paris. Stadt der Liebe. Mal gucken, wie er uns hier schlägt. So, ich habe das Replay noch nicht gesehen. Wir fahren hier einfach mal drauf los. Der klappt halbwegs hier so in der Mitte schon mal rein. Oh, das ist aufgegangen. Da hat was gebounced, Also wenn der Eagle 7 auf Tier 7 Top-Tier ist, ist er ein Tier. CM8er sollte aber eigentlich auch was ausrichten können. Das ist so ein bisschen hakelig am Replay. Eine etwas ältere Version. Schon ein paar Tage alt. Ich glaube, ja letztens erst das Update. Oh, das ist wieder aufgegangen. Da, so ein ekliger, fieser, kleiner Radpanzer. So, nicht so weit vorpiegen. Na, er kriegt nichts auf, Da ist nichts. Okay. Der kann ein bisschen davor fahren, hat ein bisschen Rückendeckung für Kreuzfeuer. Aber die können von rechts kommen. Das ist ein Objekt. Den kann er eins mitgeben. Schöner Treffer. Für 251. So, jetzt vorsichtig. Nachladen. So, F. Oh. Da kann Optiken drauf. So, er fährt das Ganze mit einem großen Repair-Kit, großen Med-Kit und automatischen Feuerwehrsystem. Ich hätte eher das kleine nur genommen. Schön, dass der Schiri wieder. Die Kanone ist schön zielgenau. So. Okay, der Schiri mag nicht mehr mitspielen. Schon mal fast 1000 Schaden. Oh. Oh, jetzt war er nicht schnell genug. Schöner Treffer. In oh, herrlich. Schön was mitgenommen. Schon mal 1200 Schaden. Oh, sieht ganz gut aus. Das verleiht mir fast schon auch den Eagle 7 zu kaufen. Ich meine, bisher habe ich genug Panzer. Und Tier 7 Premium. Ja, kann man machen. Aber die meisten Premium gibt es auf 8er und auf 6er. So 7 ist genau so dazwischen. Da laufen wenig Kämpfe ab im Format wie Festungs, Clan Wars und so weiter und so weiter. Meistens auf 6, 8 oder 10. So, wollen wir mal gucken. Steht 3 zu 9, wir liegen zurück. Ach ja je. Was hat sein Team gemacht? Oh, fand ich zu weit vor. Das sind große Kanonen da vorne. Das ist ein KV-3. Schön. Schöner Schuss. 3 zu 12. Das Ganze. Dann eigentlich ziehen wir sie aufrauchen. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Das Nashorn hat jetzt ein Horn wie. Oh. Schöner Schuss. Ei. Okay. Gut, jetzt habe ich schon Zeit, bis nachgeladen ist. Aber der KV-3 ist auch noch da. Das ist aber gebounced. Das KV-3 raus. Oh, verschossen. Das war jetzt aber ganz doof. Das war doof. Oh, da war der KV-3. Okay. Jetzt gucken, nächsten Schuss. Dann gehen wir weiter auf den UI. Schön, UI ist raus. UI, nee, das war der. Was war denn das? War denn hier UI? Ah, sehen wir nachher. So, der KV-3 ist noch da. Okay, gleich kriegt er. Autsch. Okay. Sieht schlecht für ihn aus. Okay. Er hat den US um alles mitgegeben. Bei 2700 Schaden. Mehr kommt da nicht mehr. 2774 Schaden. Super gemacht. Für ein Mittier. Fragt mich jetzt eigentlich nur, was hat sein Team da gemacht?
Guck mal, Stats mal an. Okay, es war verloren. So. Doch, das war der UI. Das war der. Okay, habe ich von verkehrt geguckt? Ja. Wirkungsfeuer. Dritter Klasse. Dritter Klasse nur. Okay. Mal gucken. Teamscore. Was haben wir denn gemacht? Okay. Den meisten Schaden hat er gemacht. Mit dem WZ. Und danach ist ein großer Abriss. Sagen wir unten IKV und VK3001P. Auch ein geiler Panzer. Nix gemacht. Schlecht. Aber gut, das haben wir top verdient. So, von 63.000 konnte er 100.000 mitnehmen. Weil er so viel genommen hat. Hat er etwa Primo geschossen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass er Primo geschossen hat. Bei den Preisen denke ich mal, dass er Premium geschossen hat, um durchzukommen. Okay, wer hat, der hat. Hat immer noch Plus gemacht. Das zählt, das ist wichtig, Freunde. Dass er keine Minus macht. Das ist schlecht. Okay. Hat Spaß gemacht. Das erste Replay, was ich selbst mal kommentiert habe. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn es gefällt, abonniert mich. Liked mich. Wenn es euch nicht gefällt, abonniert mich. Liked mich. Ne? Wie gehabt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, euer Timo67. Ciao.